Die Bayern verbrennen gerne Holz. Zum Beispiel in Scheitholzkesseln oder auch mit Pellets. In immerhin 13% der Gebäude ist Holz der Hauptenergieträger. Kaminöfen als Zusatzheizung zählen dabei gar nicht mit. Der Anteil der Gebäude mit Holz- oder Pelletheizungen ist im Norden Deutschlands gering. Im Süden sieht es anders aus, vor allem im Freistaat. Am meisten Holz verheizt wird in Ostbayern und der Fränkischen Schweiz, am wenigsten in den Großstädten und ihrem Umland. Mit Holz heizt häufig, wer günstig drankommt oder es sogar selbst zur Verfügung hat. Mehr als die Hälfte des Walds in Bayern ist Privatwald, verteilt auf rund 700.000 Waldbesitzer. Bisher gibt es auch noch ungenutzte Holzreserven. Wir könnten tatsächlich auch unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit mehr nutzen. Und trotzdem ist klar, Biomassepotenzial ist eben nicht unendlich. Und die Nutzung von Holz als Brennstoff ist eben auch mit Problemen verbunden. Und so ehrlich müssen wir uns alle zusammen sein. Wir können nicht mit dem Brustton der Überzeugung sagen, wir werden in Zukunft alle mit Biomasse heizen. Die begrenzte Ressource Holz da einsetzen, wo es am effizientesten ist. Und Abgase so gut wie möglich filtern. Das wird in den kommenden Jahren die Aufgabe sein. Auch in Bayern.